Im Mittelland haben wir eine Haufen Haselhecken, wo rein von der Pflege über Jahrzehnte, das auf den Stock gesetzt ist, bekannte, sind die so entstanden. Weil die Haseln ist die Strauchart, die das Schneiden am besten mag verleiden. Das heisst, wenn wir auf den Stock schneiden, kommen wir an den meisten Orten bei uns auf unseren Böden können wir Haseln über. Das heisst, die Hege sind eintönig. Heute geht es natürlich darum, die Pflege so zu gestalten, dass es für die Zukunft einerseits vielfältiger wird, um die Qualitätsziele zu erreichen, andererseits natürlich auch einfacher in der Pflege. Das Vorgehen läuft meistens so, dass man sicher zuerst einen Überblick verschafft. Dann schaut man, was haben wir für Arten herum, wo wollen wir her, erreichen wir überhaupt die Ökoqualität mit vernünftigem Aufwand. Es gibt durchaus auch Hecken, wo man sich fragen kann, dass man in der Qualitätsstufe 1 bleibt, wo man sagt, der Aufwand ist zu gross. Das ist vor allem bei reinen Haselhecken, die nordseitig sind, schwierig. Der konkrete Eingriff oder die Vorbereitung des Eingriffs ist so, dass wir mit Bändchen oder mit Spray durchgehen. Wir markieren die Arten, die wir schonen wollen oder die wir allenfalls nur zurückschneiden. Es geht vor allem darum, dass wenn wir mit der Motorsäge an der Arbeit sind, dass man den Überblick behält. Die Gefahr ist immer, wenn man dran ist mit Sagen, dass nachher sofort auch kleine, seltenere Arten umgehauen sind, wo man erst sieht, wenn sie am Boden liegen. Und darum markieren wir sie voraus und dann kann er den Sage zuschaffen und sieht, was er stehen muss. Ich habe hier gerade einen Hagenbuchen gefunden, den wir jetzt auch fördern können. Hier sind wir in einem Bereich, wo jetzt eben so ein grosser, übermächtiger Hasel am Wachsen ist. Und hinterzu sehe ich hier gerade einen Holunder. Der ist jetzt hier unter dem Hasel quasi am Eingehen, ist aber noch grün. Darum kommt der sicher auch ein Bändchen über. Hier haben wir die Hagebutte. Das ist jetzt so ein dornentragender Strauch, den wir in der Landwirtschaft brauchen, wenn wir die Hecke in die Qualitätsstufe 2 überführen wollen. Neben dem Dornenanteil brauchen wir ja auf die Länge, sprich auf 10 Meter, 5 verschiedene Arten. Und das tut hier meine Arbeit bei der Auswahl auch noch ein bisschen beeinflussen. Die Aufwertung ist eigentlich relativ banal, respektive setzt nicht so wahnsinnig viele Artenkenntnisse voraus. Wenn man den Hasel kennt, und den können eigentlich alle, dann weiss man schon relativ viel und muss wissen, wenn man ein Sagiführer ist. Weil wichtig ist wirklich bei unseren Hecken, das ist natürlich gilt nicht überall so, aber in unserer Region ist es so, der Hasel ist die häufigste Heckenart und alles, was nicht Hasel ist, das sind meistens Strauchharten, die wir fördern wollen. Der Haselstrauch schneide ich jetzt einfach zurück. Er wächst länger sie mehr ins Kulturland raus. Sprich in Krautzaum rein und führt nachher auch im Krautzaum zu einer Verarmung der Pflanzen. Die Haseln müssen zurückgeschnitten werden auf verschiedenen Höhen. Wenn es nebenzu eine wertvolle Art hat, gehen wir relativ tief. Dann schneiden wir auf einen Stock, um Arten zu fördern, die eben Licht brauchen. Nebenzu. Wenn nicht viel anders rum ist, schneiden wir allenfalls auch Kneuhöhe oder Hüfthöhe, damit wir ein bisschen Struktur haben in den Hecken haben. Wichtig ist, dass wir innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen bleiben. In der Direktzahlungsverordnung heisst es, wenn wir selektiv eingreifen, können wir auf der ganzen Heckenlänge eingreifen. Selektiv heisst einfach, dass immer wieder etwas stehen bleibt und dass nie ganze Bereiche einfach auf den Stock gesetzt werden. Selbstverständlich probieren wir auch, bei der Heckenpflege ein bisschen Strukturen zu fördern. Steinhäufen, Asthäufen, Totholz sind das Thema. Beim Totholz ist einfach zu sagen, die einfachste Methode ist, Asthäufen zu machen, damit wir die nachher verrotten. Geht nicht überall, wenn wir zu viel Böschung haben oder Sonde noch einmal runterrollt in den Bach, geht es nicht. Wenn wir natürlich stehendes Totholz haben, also gröbere Bäume, probieren wir sie zu stehen. Dort, wo es machbar ist, wo es nicht in den Weg kommt, wenn es allenfalls umgeht. Weil doch Totholz halt ein wichtiger Bestandteil sind für viele Insektenarten in der Entwicklung. Häufig in einem zweiten Schritt, wenn wir die Markierten dann vielleicht auch noch ein bisschen zurückschneiden. Die sind dann manchmal auch instabil. Wir schneiden sie ein bisschen zurück, dass sie vielleicht auf Hüfthöhe oder so, dass sie dann nicht rausplampen und das für die Bewirtschaftung einfach reingeht. Also Heckenpflege ist immer auch eine Investition in die Zukunft. Und da muss man halt immer ein bisschen dran sein, um die Qualitätsziele zu erreichen oder eben zu halten, wenn man sie schon erreicht hat.